Hallo meine lieben Feuerzeichen, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ein Elemente-Reading steht an, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Und ja, von daher, also verzeiht, wenn das mit der Einstellung jetzt gerade nicht ganz so hundertprozentig ist, wie es sein sollte und das Bild eventuell ein bisschen schräg rüberkommt. Ich bin gerade in Thailand und habe hier in meinem Resort, ich wohne am Strand, über das WLAN-Netz leider keinen Zugriff auf irgendwelche Downloads. Ich habe das jetzt übers Handy probiert, da funktioniert. Aber ja, diese App, um Videos zu drehen, das ist irgendwie nicht, hat nicht so stattgefunden, wie ich das eigentlich ganz gerne wollte. Also von daher habt einfach milde Nachsicht, dass es einfach in gewissen Teilen der Welt manchmal ein bisschen dauert, bis man dann das in Perfektion abgestimmt hat. Ich bin den nächsten Tag bei meiner Freundin, da kann ich dann alles soweit einrichten, dass es dann wieder professionell und ja, so bildlich dargestellt ist, dass ihr da eben auch glücklich mit sein könnt. Ja, wie gesagt, Feuerzeichen, das gab es jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr. Hier gibt es verschiedene Situationen. Ich habe ein paar Orakelkarten, ein paar Tarotkarten für euch. Und ja, da hier mehrere Situationen dargestellt sind, kann es sein, dass ne, alle Botschaften mit euch in Resonanz gehen. Es kann aber auch nur sein, dass es ein Teil ist, der in Resonanz geht. Ihr müsst immer schauen, dass das jetzt nicht irgendwie für einen gelegt ist, sondern das ist für mehrere Personen aus dem Kollektiv. Ja, es kann ja so sein, dass es dann die eine oder andere Botschaft gibt, die eben nicht mit euch in Resonanz geht. Das ist dann einfach für die anderen da. Und da bitte ich dann einfach drum, ne, auszublenden und die Botschaften dann eben auch für die anderen wirken zu lassen. Ja, es ist ein bunt gemischtes Blatt. Also wir haben hier mehrere Situationen, das hatte ich ja bereits schon erwähnt. Als erstes ist hier aufgetaucht, ja, der Ritter der Schwerter und die Karte des Strebens. So, der Ritter der Schwerter, das kann jetzt mit einem Luftzeichen zu tun haben, also mit einem Wassermann, einem Zwilling oder, was haben wir denn noch, die Waage. Ihr seht, dass der Ritter hier in eine Richtung fliegt, ja, und hier mit Vögeln begleitet ist. Das geht darum, dass man zusammen an einem Strang zieht, kann aber auch bedeuten, dass eine Situation zu Ende geht, die mit Kommunikation zu tun hat, ja. Vielleicht auch etwas, was in Gedanken da gewesen ist. Wir haben darauf gekreuzt die Karte des Strebens. Also das ist immer etwas, was mit einem Konflikt zu tun hat. Das ist jetzt nicht irgendwie der mega schlimme Konflikt, also wo man dann irgendwie nie mehr miteinander redet, aber es ist eine konfliktreiche Situation, wo durchaus eventuell auch mehrere Leute dran beteiligt sein können. Okay, wir haben die Karte zu hohen Ehren kommen. Allerdings ist es auch so, also das wäre jetzt für mich einfach, ich sage jetzt mal so eine Streitsituation, wo vielleicht auch die einen oder anderen Worte geflogen sind, die ja nicht ganz so nett gewesen sind. Also wir sehen hier auch eine Szenerie, man ist praktisch im Krieg und feuert gegenseitig oder ja, also bekriegt sich gegenseitig. Und wir haben hier die Lady beziehungsweise das reiche Mädchen, was eben jetzt auf eine weibliche Person hindeuten kann und eben auch falsche Person. Also das kann jetzt mehreres bedeuten. Ja, das kann bedeuten, wenn ihr jetzt in einer Beziehung seid, dass es hier eventuell eine Dreierkombination gegeben hat. Und vielleicht wartet ihr auch auf jemanden, dass jemand sich trennt, ja, wo es da einen Konflikt gegeben hat, na, wo jemand einfach mit einer falschen Person zusammen ist. Das heißt jetzt nicht, dass die abgrundtief böse ist, sondern einfach nur, dass das für die Liebe einfach nicht richtig stimmt und man eben abwartet, dass da jetzt etwas zu Ende geht, ja, eine Situation. Das ist ja auch das, was diese Karte der Ritter der Schwerter aussagt. Okay, und das kann, wie gesagt, manchmal mit scharfer Kommunikation zu tun haben. Und ja, wir sehen auch hier hinten einen Mann mit einer Maske und hier eben, ne, die Darstellung der falschen Person, dass da eben eine Situation ist, die mit unter anderem auch belastend gewesen sein kann, ja, wo es jetzt auch in eine Auflösung gehen soll. Das muss jetzt aber nicht unbedingt nur etwas mit dem Liebesleben zu tun haben. Das kann auch, wie gesagt, im Freundes- oder Verwandten- oder Bekanntenkreis sein oder auch eine Arbeitssituation, wo man irgendwie so ein bisschen aneinander geraten ist und eben mehrere Personen mit im Spiel gewesen sind und wo es jetzt um eine Auflösung geht. Das Ganze ist jetzt noch so ein bisschen gekreuzt von der Karte The Downfall. Ja, also das ist, ne, die Karte des Falls. Die ist so ein bisschen dunkler. Hier gibt es Nachrichten, ja, die praktisch so ins Universum ausgesendet werden.
Und wo es darum geht, eine Situation jetzt in irgendeiner Form aufzulösen, damit es eben friedfertig für alle sein kann. Okay. Ja, also das ist jetzt gerade in der Mache. Das kann sein, dass das bei den einen jetzt schon vorbei ist und dass das eben im Vergangenen liegt. Ja, oder dass ihr gerade aktuell mittendrin seid oder dass es eben eine Ankündigung dessen ist, dass da ne, vielleicht das ein oder andere wachsame Auge gegeben ist, damit ne, dieser Konflikt nicht total ausartet und man dann einfach die ein oder andere schlaflose Nacht hat, sondern sich vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten kann. Manchmal fühlt man ja die Dinge, die so ein bisschen im Untergrund schwelen. Wir haben hier dazu die Karte Go the Distance. Also das ist noch für die, die jetzt mittendrin sind oder das schon hinter sich haben, fast so weit, dass das Ganze aufgelöst ist. Hier haben wir so eine wilde Miezekatze, die ja durch die Wüste gelaufen ist, vielleicht auch eine längere Durststrecke hinter sich hat, aber das Ziel ist schon relativ nahe. Okay. Also gerade die, die jetzt na, vielleicht unter einer Third-Party-Situation leiden oder da involviert sind, dass es eben im Liebesleben noch eine dritte Person gibt, die dann in irgendeiner Form Eingriff erhalten hat, wie auch immer das jetzt sich gestalten mag. Das müsst ihr, wie gesagt, auf eure Situation ummünzen. Es ist nicht mehr weit bis zum Ziel, okay? Ja, also da gibt es jetzt in der nächsten Zeit eine Auflösung, was das angeht. Und das sage ich deshalb, weil hier jetzt ne, für die nächste Gruppe oder die das jetzt eben hier auch noch betrifft, die Karte des Liebeslebens gefallen ist, also die Karte der Liebenden. Ja, das ist eine sehr schöne Karte, wo man aufeinander zugeht, wo, ja, man sieht hier, ne, dass das göttliche Paar, was sich miteinander vermählt, hier oben haben wir so einen kleinen Cupido, der einen Pfeil abschießt, Animus und Anima, was sich miteinander vereint, ja, die Heilung des inneren Kindes, sorry, wegen dem Licht, ich habe hier bei mir im Haus leider eine Holzdecke. Also zumindest bis zur ersten Etage und das ist ein bisschen dunkel. Ich habe schon das Deckenlicht angeschaltet, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie so der Knaller. Also von daher verzeiht, wenn nur die Lichtverhältnisse jetzt nicht ganz so toll sind. Ja, die Karte der Liebenden ist eine sehr schöne Karte. Also das ist eine wundervolle Energie. Und wenn man diese Karte hat, also ich freue mich immer, wenn die fällt, weil das zeigt einfach so, hey, man schafft das, man kommt zusammen, ihr seid vielleicht auch ne, schon lange ein Paar, wo sich hier eben, wie gesagt, was, ne, vielleicht auch Menschen einfach von außen eingemischt haben und versucht haben, da in irgendeiner Form, ich sag mal, einen Konflikt zu schüren, ja. Hier ist, wie gesagt, die Aussicht, dass das sich eben in der nächsten Zeit löst und legt und wieder bändigt. Wir haben den Prinz der Kelche dazu. Also es kann gut sein, dass es sich hier um ein Wasserzeichen handelt, also ein Fisch, ein Skorpion oder na, was haben wir denn noch in den Wasserzeichen? Ein Krebs, ja. Und hier kommt der Prinz der Kelche. Das ist ein romantischer Prinz. Ja, das ist jetzt halt noch kein König, aber das hat immer mit einer Geste zu tun. Ja, und er ist hier auf seinem Wassertier unterwegs und hat hier den Kelch, ja, den Kelch der Liebe, der überreicht werden soll. Vielleicht geht es hier auch um eine Entschuldigung oder um eine Geste, die eben stattfinden soll, damit man sich wieder vereinen kann, damit man wieder auf ein Level drauf kommt. Es muss sich aber jetzt nicht unbedingt nur um ein Wasserzeichen handeln. Also ich meine, alle Zeichen können ja romantische Gesten machen. Das muss man jetzt nicht nur irgendwie immer unbedingt auf die Wasserzeichen beziehen. Kann halt auch jemand sein, der jetzt ein anderes Sternzeichen hat, aber eben auch viel Wasser im Chart, im Geburtschart drin hat. Von daher ist das Crosswatchen immer ganz gut, also einfach mal auch bei den anderen Elementen oder bei den Sternzeichen mal reinzuschauen. Ja, euer Aszendent oder euer Mond ist ganz wichtig. Ne? Der zeichnet die Gefühlswelt aus, die Venus zeigt, wie man liebt zum Beispiel. Und also es sieht so aus, als ob sich hier etwas beruhigt jetzt in der nächsten Zeit und auch die Möglichkeit besteht, hier in einen Neuanfang reinzugehen. Wir haben hier das Ass der Stäbe. Ja, ist also die Karte, die für das Feuer steht, für Leidenschaft steht, für Sexualität steht. Ja, das kann man hier auch mit einem Phallus gleichsetzen, also sexy times, dann eben auch in der Kombination mit der Karte der Liebenden. Das ist etwas, was ja, also Romantik mit Leidenschaft und Liebe gepaart verspricht. Also es wird bestimmt bei den einen oder anderen hier ziemlich heiße Nächte geben jetzt in der nächsten Zukunft. Da können sich viele drauf freuen. Und ihr sollt bitte auch euren Träumen folgen. Wir haben die Karte Dreamcatcher mit drauf. Das ist eine sehr magische Karte. Vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass sich die einen oder anderen einen Traumfänger zu
wie hast du das zulegen sollen. Ja, der wird übers Bett gehängt und der hält böse Träume fern. Ja, und filtert praktisch, ja, also nur, dass die guten Energien durchkommen. Der schützt einen eben, während man schläft, ja, dass man nicht angegriffen werden kann. Aber beinhaltet eigentlich noch viel mehr, wenn man sich ein bisschen mit dem Mystizismus des Dreamcatchers auseinandersetzt. Wir haben ja die Situationsstärke, ja, also ne, Sonne und Mond gehen in den Einklang. Okay, hier sind ja die Stäbe, die friedlich miteinander harmonieren und kommunizieren. Okay, also ich sage jetzt mal so, auf dieser Karte ist die Zeit der Bürde vorbei. Ja, so oft sieht man jemanden, der ja die eine oder andere schlaflose Nacht haben kann und eine Bürde mit sich rumträgt. Hier auf dieser Karte ist das Ganze schon in den Ausgleich reingegangen und zeigt eben, dass ein Zyklus sich abschließt und hier ein Neuanfang begonnen werden kann. Vielleicht endet hier auch ein Jahr, okay. Also diese Astkarten zeigen immer den Zyklus von einem Jahr an. Vielleicht ging es jetzt auch im letzten Jahr so ein bisschen hoch und runter, holterdiepolter. Man konnte irgendwie die Dinge nicht so richtig greifen. Und das verspricht jetzt eben hier, dass es einen tollen Neuanfang gibt für die einen oder für die anderen. Und auch Mysterien, ja, sich, wie nennt sich das, aufklären und man sich selbst meistern kann. Ja, also das Ast der Stäbe zeigt eben auch Selbstmeisterung. Also gerade für die Feuerzeichen. Ich weiß, dass es zwischendurch bei den einen oder anderen mal mit dem Temperament etwas durchgeht. Ja, und man eben auch lernen muss, das eigene Feuer zu beherrschen, damit es weise eingesetzt oder weise und punktuell zumindest eingesetzt werden kann. Und vielleicht war hier auch eine Aufgabe dahinter. Diese Situation, die jetzt hier im Vorfeld geherrscht hat oder jetzt vielleicht auch immer noch da ist, zu meistern, indem eben, wie gesagt, das Feuer gebändigt wird und man für sich selber auch eine Stufe nach oben steigt, ja, ohne, wie gesagt, jetzt ne, Feuer zu spucken und das Haus zum Brennen zu bringen oder vielleicht auch, ne, also die Wut zu bändigen, ja, was wie gesagt, bei den einen oder anderen passieren kann, gerade wenn es eben um Situationen geht, wo noch eine dritte Person sich in irgendeiner Form einmischt. Da kann das mit unter anderem schon mal passieren, dass man sich nicht so gerne vom Thron schmeißen lässt. Wie gesagt, das sagt die Karte Mastery. Also ne, arbeitet weiter an euch selber. Das ist alles zu schaffen. Wie gesagt, hier diese Ausgleichung, die passiert. Sonne und Mond, Animus und Anima, die in den Ausgleich kommen, um dann hier in diese schöne Situation mit der Liebe hineinzutauchen. Und für die einen oder anderen haben wir die Karte You Deserve Love. Es kann also mit unter anderem sein, dass in der Vergangenheit das Selbstbewusstsein ein wenig gelitten hat. Okay. Jetzt nicht nur irgendwie was die Liebe angeht, sondern na, ich habe ja auch angesprochen, das muss jetzt nicht unbedingt was mit Liebe zu tun haben. Das kann auch Familie gewesen sein oder eben Arbeitssituation, Freundeskreis etc. Wo man so ein bisschen an den Fingernägeln geknabbert hat und sich gefragt hat, bin ich überhaupt liebenswert? Ja, das ist ja oft so, wenn wir, ich sag jetzt mal so, in Konflikte hineingehen, dass Selbstbewusstsein manchmal ein bisschen drunter leiden kann. Und hier kommt ja die schöne Göttin, die ihren Pfeil abschießt. Also auch sehr konzentriert ist eben auf das Ganze und bekundet, dass ihr liebenswert seid und dass auch ihr Liebe verdient habt. Um diese Situation hier nochmal zu untermauern mit den Liebenden und dieser Geste, die jetzt ne, kommt oder in der Mache ist, sagen wir es mal so, haben wir die Karte Honeymoon. Ja, also es geht darum, wenn hier eine Entschuldigung kommt oder vielleicht sollt ihr euch auch entschuldigen, das kann natürlich auch sein, dass ihr jetzt in diese Energie hineingehen sollt und ich sag mal so ein bisschen Stolz beiseite räumen. Gerade Stolz in der Liebe, das ist immer sehr, sehr, also das kann auch zu inneren Konflikten führen, ja, wenn man dann immer so eine Gratwanderung irgendwie absolviert. Manchmal, ne, ist es gut, über den Schatten hinwegzuspringen oder hinüberzusteigen, um dann eben selbst in diese Energie hier hineinzugehen. Und ja, wir haben dazu die Karte Honeymoon. Enjoy the bliss of a holiday together. Honeymoon ist an sich ja, die Nacht, die Hochzeitsnacht. Ja, es kann aber auch jetzt die Energien darstellen, die man einfach füreinander empfindet und ja, dass man im Geiste schon verheiratet ist, was eben auch diese Karte anzeigt. Vielleicht seid ihr auch schon miteinander verheiratet und dass es jetzt hier einfach in eine schöne Zeit reingeht. Ja, wir haben hier so den Engel. Ja, das Liebespaar beim Vollmond, das sieht so aus wie eine Szene aus Venedig. Das kann aber auch jede andere ältere Stadt sein. Ja, dazu einlädt, dass man na, hier zu zweit auf diesem Boot sitzt und ja, dass das eben in ruhigeres Gewässer
geht jetzt in der nächsten Zeit. Ja, und Honeymoon ist eine sehr schöne Karte. Wir haben zudem die Karte A Blessing on a Homecoming. Also der Spirit in dieser Karte arbeitet eben daran, dass man nach Hause kommen kann und ja, sich wieder vertragen kann, dass Frieden da ist, dass Frieden herrscht. Und mit diesem Spirit könnt ihr ganz gerne arbeiten, wenn ihr das möchtet. Wir haben zudem noch einen Spirit, der hier am Schutz arbeitet. Ja, also für alle, die sich ein bisschen ungeschützt fühlen, ausgeliefert fühlen, gerade jetzt durch die erste Situation, die beschrieben wurde, ist der Spirit dieser Karte hier, um zu sagen, ihr seid beschützt und ja, bleibt auf eurem Weg und geht in die Weisheit hinein, ja, und verbindet euch vor allen Dingen damit. So, wir haben jetzt noch eine Situation, die kann natürlich jetzt auf die anderen beiden passen, beziehungsweise sich auch mit einfügen. Es kann aber auch sein, dass es jetzt einfach etwas ganz anderes ist. Und zwar geht es hier um Materialisieren, um Geldangelegenheiten, um Arbeitsangelegenheiten. Das kann sein, dass die einen oder anderen von euch im Arbeitsleben ein neues Projekt beginnen oder begonnen haben oder vorhaben, in diese Richtung zu gehen. Ja, das Ass der Scheiben zeigt eben auch einen längeren Zeitraum an. Und die Asskarten ja, bedeuten immer, dass es Erfolg gibt. Ja, das sind also die höchsten Karten von den kleinen Arkana. Das ist das, worauf sich alles hinarbeitet, bis man dann in diesem Ass unterwegs ist. Und jetzt gerade in Arbeitsangelegenheiten, also hier sind zwei Geldkarten gefallen. Wir haben hier einmal unverhofftes Geld. Also es kann sein, dass für die einen oder anderen jetzt hier eine Gehaltserhöhung kommt oder vielleicht, wie gesagt, eine Selbstständigkeit ansteht, ein Projekt ansteht, bei dem es mehr Geld gibt. Und hier haben wir viel Geld gewinnen. Das soll aber von mir jetzt keine Aufforderung sein, eure letzten 100.000 Euro irgendwie ins Spielcasino zu investieren. Aber es kann eben sein, dass die einen oder anderen jetzt wirklich in der nächsten Zeit ein sehr, sehr glückliches Händchen haben, was Geld angeht. Wir haben, wie gesagt, hier ist ein Casino drauf dargestellt. Das kann aber auch, ja, mit anderen Glücksspielen zu tun haben, für die dafür affin und offen sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt von mir keine Aufforderung, irgendwie ins Casino zu gehen und das ganze Hab und Gut einzusetzen. Aber es kann auch mit Lottospielen zu tun haben. Also da wird man, glaube ich, nicht jetzt wirklich arm, wenn man irgendwie noch mal einen Schein ausfüllt. Also das ist jetzt momentan einfach sehr begünstigt. Ja, eben auch mit Gewinn zusammen und dass jetzt gerade, ne, vielleicht jetzt in der nächsten Zeit oder im nächsten Jahr einfach etwas ansteht, wo ja die Aussicht auf einen Gewinn da ist. Wenn das jetzt nur aufs Geschäftsleben übertragbar ist oder übertragen werden soll, ohne dass jetzt die einen oder anderen sich dem Glücksspiel frönen, zeigt auch dies hier eine sehr, sehr gute Zeit an, wo die Dinge gelingen. Ja, also das, was man vorhat, auch tatsächlich Hand und Fuß hat und ja, unverhofftes Geld reinkommt. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Investor, den man an Land ziehen kann, um ein Projekt ins Leben zu rufen. Manchmal ist es ja so, dass das eine oder andere natürlich auch Geld kostet, wenn man das selber nicht hat, dass es vielleicht auch hier jemanden gibt, der von außen kommt und praktisch wohltuend etwas dazu gibt und eine Geschäftsverbindung eingeht. Wir haben die Karte der Freude dazu. Ja, also auch nochmal eine Untermauerung, dass hier die Kelche überfließen. Das ist der große Wunscherfüller, das ist Genie in a Bottle, an dem man so ein bisschen reiben muss und der dann rauskommt und sagt, okay, was kann ich dir für Wünsche erfüllen? Also was das angeht, das steht hier unter einem richtig guten Stern jetzt in der nächsten Zeit. Und von daher nutzt bitte auch diese Energien und wartet nicht. Ja, eure Engel sagen euch, ihr sollt bitte, bitte aktiv werden, was das angeht. Einige Dinge brauchen Zeit. Manchmal ist es astrologisch einfach nicht gut, dass man, oder die Zeit ist einfach nicht gut, um ein neues Projekt zu starten. Wir haben jetzt den rückläufigen Merkur, das ist auch immer ein bisschen tricky. Der läuft, glaube ich, jetzt bis zum 21. Juni. Okay, aber in der Zeit kann man auf jeden Fall schon mal so aktiv werden, dass alles dann ne, unter Dach und Fach ist, beziehungsweise so weit vorbereitet ist, um es dann unter Dach und Fach zu bringen. Okay, also die Karte sagt nicht rumsitzen und jetzt irgendwie abwarten, sondern tatsächlich ne, kreativ werden und ich sag mal so in die Ideenwelt eintauchen. Und das ist natürlich jetzt auch auf die anderen beiden Situationen, die hier sind, bezogen. Ja, da mal immer in Action reinzugehen und auf eine sanfte Art und Weise. Und hier ist eben auch, dass es mit den kommenden Wochen zu tun hat, okay? Ja, also ne, Dinge müssen sich manchmal auch ein bisschen formieren. Ja, bloß wenn man eine Geschäftsidee hat, heißt das noch lange nicht, dass die am nächsten Tag funktioniert. Einiges muss vorbereitet werden und man soll das mit der Ruhe und mit der Kraft machen. Denn da können wir auch wieder die Miezekatze hinzuziehen, die sagt, go the distance, das ist nicht mehr weit.
Und ne, also wer möchte, hat jetzt also sehr gute Karten und sehr gute Energien, um hier die Dinge langfristig, jetzt auch auf diese beiden Asskarten bezogen, ins Gleichgewicht zu bringen. Jetzt haben wir die Karte Aura, also die Aura mit Observation. Hier geht es darum, das eigene Aurafeld zu klären. Ja, vielleicht sitzt bei den einen oder anderen hier noch diese Konfliktsituation, wo es vielleicht wichtig ist, die Aura mal zu räuchern, Salzbäder zu nehmen, ja, in der Sonne zu verweilen, soweit das möglich ist. Also es gibt verschiedene Reinigungstechniken. Gerade was die Aura angeht, sind wir immer sehr anfällig. Ja, das merkt man auch, wenn man jetzt also ich sag mal so auf dem Volksfest ist oder irgendwie Karneval, ne? Also danach fühle ich mich immer total gestört. Ja, also energetisch bist, ne? Da kann man eben, wie gesagt, das ein oder andere machen. Und es geht natürlich auch um die o Beobachtung eines Selbstes. Ja, ob es vielleicht in der eigenen Aura noch etwas gibt, was man ausgleichen kann, damit man eben lichtvolle Situationen anzieht. Und wir haben Kommunikation. Ja, also auch das Reden ist wichtig. Auf alle Ebenen jetzt hier bezogen. Ja, hier gibt es eben das Buch, was man aufschlägt, was man studieren soll, wozu man die Brille aufsetzen soll, damit eben Weisheiten kommen. Ja, es kann jetzt natürlich sein, dass es für die einen oder anderen um Verträge geht. Es kann sein, dass es für die einen oder anderen darum geht, ja, in Kommunikation zu gehen, vielleicht auch mit der geistigen Welt zu kommunizieren, mit Spirit zu kommunizieren oder eben mit den richtigen Leuten zu kommunizieren, damit die Träume und Wünsche wahr werden. Dazu haben wir die Karte Truth to be Told. Das finde ich ganz süß. Also hier gibt es noch etwas, was ihr noch nicht wisst. Wie gesagt, das kann man jetzt eben, ne, einmal quer durch die Bank auf alles beziehen. Hier mit die kleine Eule, die praktisch so das Fenster zum Herzen aufmacht. Hier fliegen die Herzen. Also es könnte gut sein, dass es sich hier um eine romantische Situation handelt oder um etwas handelt, was auf der Gefühlsebene stattfindet. Und hier kommen, wie gesagt, Wahrheiten ans Licht. Die, glaube ich, jetzt nicht unbedingt schlecht sein müssen. Jetzt nur von der Ableitung der Karten her geht das hier in eine ganz gute Richtung. Wir haben The Healer. So, Moment, jetzt muss ich mal eben kurz meine Brille holen. Es ist soweit, ich brauche eine Brille, Leute. So, das ist die Karte der Heilerin. Die ist sehr schön. I'm loving and compassionate and able to bring healing to others. Also ihr seid in der Lage, Heilung zu anderen zu bringen. Die Aufforderung, eventuell mit Kristallen zu arbeiten. Ja, das ist ganz wichtig. Das Krafttier Bär, das Krafttier Bär haben wir hier mit drauf. Das ist eine indianische Lady hier mit ihrem schönen Federschmuck und ja, sie ist eben liebend oder sie liebt und ist eben auch in der Lage, barmherzig Heilung zu anderen zu bringen. Das mag jetzt für die eine oder andere eine Aufforderung sein, in Heilung zu gehen. Ja, vielleicht auch vergangene Situationen auszuheilen, sich selber zu heilen. Gerade die noch so ein bisschen Probleme mit dem Selbstbewusstsein haben und meinen, sie sind nicht liebenswert. Ja, so versucht das einfach mal mit Kristallen. Und auch das Krafttier Bär ist auch ganz wichtig. Das bringt nämlich Geduld und Stärke vor allen Dingen und ist eben auch in der Lage, alleine zu überwintern und von den Ressourcen, die der Bär sich im Vorfeld angefressen hat, in Anführungsstrichen, da dann eben auch ne, diese Durststrecke hier laufen zu können, okay? Als letzte Karte haben wir Birthing a New Age, also es geht um die Geburt eines neuen Lebens, um ja, eines neuen Zeitabschnittes, Zeitalters, was jetzt auch in der Kombination mit den beiden Asskarten ganz gut passt. Und hier ist ja neue Kreation zur Geburt bringen und Dreaming a New World into Being. Also ne, ja, die neue Welt ins Sein zu holen. Das ist auch diese Manifestation. Hier haben wir auch so einen Steinkreis, so einen indianischen. Also das sind Mandalas, die man ablaufen kann. Vielleicht habt ihr sowas in der Nähe und solltet das einfach mal ausprobieren. Und sie ist einfach ganz cool mit dem Kosmos verbunden. Ja, so macht ihr auch Energiearbeit und Lichtarbeit und Erdungsarbeit und ja, geht eben in ihre eigene Kraft rein. Ja, weiß ihre Kraft natürlich auch zu bändigen, um sie dann eben weise einzusetzen. Okay, ja, und ich finde die Karte sehr schön, die leuchtet extrem jetzt auch gerade, wenn ich hier durch die Kamera gucke. Ich hoffe, das kommt auch so schön bei euch an. Und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Abschluss jetzt hier, um dieses Blatt zu untermauern. Okay, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mit dem Reading anfangen und euch das eine oder andere rausziehen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe von ganzem Herzen und bis bald. Bye bye.